Hallo? Hallo? Alter, warum stehst du hier? Wie creepy. Nee, ich bin gerade vorbeigekommen, weil ich gedacht habe, ich guck mal bei meinen besten Kollegen hier vorbei. Ich halte noch die Stellung auf dem Server jeden Tag, die ganze Zeit, Ich jeden sehe Tag dich, du bist stream immer am ich. Bauen deines Königsreichs. Das ist geil. Wenn das fertig ist, möchte ich mir das unbedingt angucken. Ja, ich sag mal so 85%, also so fast schon komplett. Wir haben so Scheiße, viel ich sehe immer gemacht. deinen Titel. 78%, 79%. Ja, Jeden ja. Tag schaffst du 1% von deinem Königreich. Das will ich heute auf gar keinen Fall sehen. Nee, 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 muss da nicht. All gut. Weil ich will es sehen, wenn es fertig ist. Ja, ich habe schon gehört, du kannst davon ausgehen, dass wenn du auf Kraftwerk was machst oder so, die Leute sind bei mir im Chat. Du Geil. wolltest die Öfen klären, ne? Ich wollte die Öfen klären, ja. Ich sag mal Hallo, weil man schon eine Weile nicht mehr gehört haben. Und wenn du hier schon mal aktiv wieder Geil. am Spielen bist, dann why not? Ich weiß nicht, ob du so diszipliniert AFK standest wie die letzten Male. Also auch über so die eine oder andere Woche habe ich dich gar nicht mehr gesehen gehabt. Die Ich weiß, ich habe letzten ein, Angst. zwei warst wieder da, so ein bisschen. Ja, ich weiß. Ja, aber das war so Ich viel zu will, ey, tun. stell dir vor, ich bin jetzt so Level 900. 46 oder so, das wäre so ein Frust, da muss ich noch weitermachen. Das ist schwierig einzuschätzen, du weißt, dass exponentiell gilt. Ich habe das Gefühl, dass du vorher disziplinierter Ich warst und weiß, weil dafür habe ich jetzt auch deutlich mehr Öfen gebaut und so, weißt ja, du? okay. Als wir damals den ersten Ofen rausgenommen haben, war ich ja direkt Level 100, direkt Level 80 oder sowas war das? Ne, was war das mal? Boah, ich weiß nicht mehr. Relativ hoch jedenfalls, also. Weil ihr müsst jetzt ja wissen, jetzt, wenn ich jetzt von Level 598 auf 600 komme, sind das zwar nur zwei Level. Rüstung ausziehen. Soll ich meine Rüstung ausziehen? Nee, Was das war, genau? also hättest du nicht machen müssen, das war früher Mach so ein ich. Ding Für den in Kopf, ganz für den alten Kopf. Versionen, aber für den Kopf Genau, kannst du da. ich war letztes Mal Level 134 mit einem Ofen. Jetzt entspricht der Level 134 gefühlt nur vier Level, weil ich ja schon Level 600 bin. Ja. Wir werden es relativ schnell am ersten Ofen sehen, wie weit wir kommen. Also ich bin von Level 598,5, komme ich auf Level 617. Das ist aber nicht schlecht. Erstmal finde ich, das ist gut. Ist ordentlich drin. 693, 710. Das Also ist schon, das ist gut. das ist so Das viel ist saugut. XP. Das ist so viel XP, aber ist immer noch so weit entfernt von Ja, Level aber das 1000. war. Wir sind noch nicht mal bei der, wir sind noch nicht mal bei der Hälfte von Level 1000, ne? Ja, okay. Aber wie gesagt, du hast jetzt 5, 7 Öfen gemacht und du hast wieder 100 Level draufgekriegt. 796, das war nochmal ein starker. 810. Ja, das ist schon. Ich glaube, das vielleicht doch sogar mehr Level. 824. 837, das ist so viel Level. Ja. 851. Jetzt geht's los. Die Öfen hier hinten sind. Die 864. sind besser gelaufen als die Ja, leer. dazwischen. Die dazwischen hatten teilweise mal keinen Kaktus, glaube ich. 877. 890. 902. Oh. 915. 927. 939. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen. 951, Ah! 963, Ah! 974, 986 Ah! und hier hinten fehlt Brennstoff, das ist ein Bruch. Letzte Hoffnung natürlich, ich definiere das Ziel. Ich möchte nur durch Kakteen, die ich selber gebaut habe, die Farm, Level 1000 werden. Ich habe noch meinen Turm in der Base. Der läuft aber nur, wenn der rendert. War dort mal jemand? Ich glaube, G-Time war zwischenzeitlich mal ganz kurz noch da, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da so viele Level drin sind. Aber es wäre auf jeden Fall worth zu gucken. Und außerdem, du hast ja auch kein Zeitlimit gesetzt. Das heißt, selbst wenn, du machst noch ein paar Tage und dann hast du es, weil die paar Level, die kriegst du jetzt auch noch in relativ kurzer Zeit. Hättest du das vielleicht morgen oder übermorgen gemacht, dann hätest das funktioniert, ne? Ja. Können wir nochmal ausrechnen, wie viele Kakteen insgesamt dafür brennen müssen? Da sind nur noch 14 Level, ne? Ja, aber nee, ich meine, für 1 Million. Hat man das nicht mal? Man kann auch ganz einfach, so viel XP brauchst du insgesamt für Level 1 Million. Für Level Und dann 1000. ist. Nicht für den Level 1 Million. Eine Level 1 Million wäre ein bisschen viel. Nee, So nee, viele aber du brauchst. Millionen brauchst du für Level 1000. X, Genau. genau, wie viel XP brauchst du für Level 1000? Was habe ich gesagt? Ja, was habe ich gerade gesagt? Das, und eine Kakteen ist ja ein XP. Richtig. 678.000 XP braucht man. Nein, ist Nee, die weniger. brauchst du noch. Also, Owen Crazy hat geschrieben, so viel brauchst du noch, Naja, um nee, für jetzt. Also, das ist insgesamt. deine fehlenden sozusagen, ja. Wenn man von Level 0 auf 1000 kommt, wie viel XP braucht man? Das möchte ich wissen. Ich habe jetzt auch keinen Rechner hier, also ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal geguckt hatten. Lassen wir mal den Chat mal sein Ding machen. Ja, ich lasse den Chat Irgendwas, sowieso machen. 4,3 Millionen oder irgendwie so, haben wir nochmal aufgeschrieben und Ja, so. ne? Und für einen Bambus.
braucht ein Kaktus, damit er brennt, braucht ja vier Ein Kaktus braucht vier Bambus, damit er brennt. Das heißt, wir brauchen 10 Millionen Bambus. Also ihr könnt es ja mal selber probieren da draußen, wenn ihr Minecraft spielt. Macht mal 10 Millionen Bambus und 4,4 Millionen Kakteen, wenn ihr Bock habt. Aber hier im Ernst, rechne das mal aus. Du hast jetzt durch den letzten Ofen so 10 Level schon teilweise noch gekriegt, ne? Von 470 auf 486, irgendwie sowas, oder 422. Also das waren ja fast 10 Level, ne? Ganz ehrlich, lass ein, zwei Tage die Farm noch laufen, dann müssten die Tausende auch drin sein. Also wirklich. Und jetzt habe ich nämlich direkt die nächste Frage. Ja. Steht die aller krasseste XP-Farm noch, die wir hier hinter mir haben? Klar, steht die noch, die funktioniert noch, einwandfrei. Dürfte ich mich da mal 2 Monate AFK reinstellen oder überlasse das den Server zu sehr? Nö, mach doch. Absolut kein Problem. Du kannst dich da ruhig 2 Monate reinparken. Was ist der All-Time-Record insgesamt im Craft Attack? Level war 3300, ne? Genau. Aber ich glaube, die wieder hat auch nicht so perfekt dran gehangen. Irgendwie, du bist das relativ. Da bist du nicht 2 Monate stehen müssen. Wenn du da diszipliniert dich immer hinpackst, dann ist das auch in einem oder noch schneller gegessen. Also, musst du mal gucken. Krass. Ich fliege jetzt erstmal zu meiner anderen Kaktusfarm und hoffe, dass ich da noch ein Level rauskriege. Ja. Ja, ein Level. Oh, das ist schon nicht schlecht. 988, 989. Ganz, ganz knapp. Aber mal im Ernst, ich hätte irgendwie nicht gedacht, dass das dann doch so schnell geht, weil du nicht so diszipliniert die letzten Tage hier immer standest irgendwie. Ganz, ganz knapp. Aber krass, dass doch so viel zusammengekommen ist. Das ist krass, oder? Ja. Das ist so geisteskrank viel. Das ist so eine Zahl, Leute, ihr versteht es gar nicht. Ich hätte das nicht gedacht. Red ruhig. Bringt mich Level 130, von Level 0 auf 130, schon wieder. Ich hatte das Gefühl, dass du auch dieses Mal mehr XP bekommen hast als letztes Mal, ne? Von 0 auf 500. Ist ja von 500 auf 980, obwohl viel mehr. Ja, aber letztes Mal liefen die zwar lange, aber da waren das ja am Anfang immer nur 10 Öfen. Okay. Jetzt waren das ja über 30 und die liefen alle. Konnten wir mittlerweile herausfinden, also es ist deutscher Rekord auf jeden Fall. Aber es ist auch, wie wir herausgefunden haben, weltweiter Rekord, weil keiner hat Bock, so eine gigantische Kaktusfarm zu bauen in 50 Stunden mit Bambusfarm und dann noch sich monatelang AFK zu stellen. Ich glaube, der Rekord ist sowas von nicht vorhanden, weil sich niemand hier die Mühe gemacht hat, das überhaupt zu tracken. Deswegen, also, ja. Kannst also, du eigentlich dann... Level 989 ist jetzt schon weltweiter Rekord, aber ich will vierstellig, ich will die 1000. Leute, das versteht immer wieder falsch. Es geht nicht ums insgesamte Level der Rekord, sondern das Level ausschließlich und nur... durch Kakteen. Zeig mal bitte Statistik, kann ich das irgendwo sehen? Hier, guck mal, schreibt jetzt schon wieder einer. Basti kam doch Level 2500. Das haben wir bis jetzt schon echt 2000 Leute geschrieben. Wenn der ein einziges Mob dazwischen gekillt hat mit dem Schwert, dann ist das schon wieder falsche Kategorie. Kam Level 560 durch Kakteen only und hat dann andere XP-Farm verwendet und ist dann irgendwann auf Level 2500 gekommen. Ja. Das stimmt. Das ist richtig. Kann ich irgendwelche coolen Statistiken sehen? Du selbst kannst die leider nicht sehen, weil du ja die Kakteen nicht selbst händisch abbaust. Du kannst in Stats ja, ne? Nur Werte sehen, mit denen du interagierst. Block platziert, Block abgebaut oder Mob gekillt und sowas. Aber wenn irgendwas produziert wird, runterfällt, eingesammelt wird, das taucht ja nicht in deinen Stats auf. Das ist nicht spielergebunden sozusagen. Okay. Nur Spielzeit, stimmt. Die möchte ich gerne sehen. Richtig, Spielzeit. Wo sehe ich das? Statistics? Ich habe früher noch mal bei mir geguckt. Ich habe 39 Tage. 38 Tage? Ja. 38,85 Tage. Das ist ziemlich solide. Ich habe 29 Tage, aber ich habe eigentlich auch so gut wie keine 11K-Time. Ja, du bist krass. Das habe ich vorhin schon erzählt. 1,7 Tage gesneakt? Wo seht ihr das denn? Ja, durch Bauen. Überleg mal, du hast die Kaktusfarm hochgezogen, ne? Und da hast du gesneakt immer. Wo sieht ihr das da? Sneak-Time. Das kann nicht sein. Ich habe doch nicht 48 Stunden gesneakt. Ja gut, ich habe 4,61 Tage gesneakt, weil ich halt ziemlich viel am Bauen bin, Dachbauen bin und sowas. Alleine 100 Stunden gesneakt. Ich habe 100 Stunden gesneakt, ja. In diesem Craft Attack, du hast es ja fast. Das macht man ja nur aktiv. Ich bin sneaksüchtig, ja, ich gehe mal tief in die Knie. Das gibt meinen Kniescheiben so ein richtig geiles Gefühl. Nee, Jumps habe ich 332.000. Ja. Ist das alles bescheuert, Mann. Das sind so versuchtete Stats, die will ich gar nicht sehen. Ich habe allein 1300 Mal im Bett gepennt. Und nächtiges gibt 17.700 Schalker-Boxen habe ich geöffnet. Du musst auf jeden Fall deine Sucht in den Griff kriegen, das ist sehr wichtig. Ich habe das eben gerade schon erzählt im Stream. Ich bin nicht süchtig, ich bin arm arbeiten. Was heißt das? 17.000, 15.000, 11.000? Die hast du wahrscheinlich geplaced.
Und da steht ja, was du geplaced hast, gebreakt hast und aufgehoben hast. Wahrscheinlich hast du die platziert times beim Bauen. Used. Genau. Picked up, dropped. Ah ja, genau. Picked up und dropped, genau. Du hast sehr viele gedroppt, du hast aber auch viele aufgesammelt und du hast halt diese 11.000. Times used ist platziert, ne? Genau, so viel hast du gesetzt. Das heißt, komm, vielleicht sind das deine... Das sind 17.000 Kakteen geplaced. Natürlich hast du das. Wo denn? Ja, du hast... 17.000? Ey, erstens, du hast hier so ein Ding gebaut. Zweitens, du hast in deiner Base noch etliche Kakteen. Ja, aber drauf. Doch nicht 17.000. Das ist hier unten ein 9x9. Das und ist das aber so... mal 4x4. Und ja. Nein, Digga, 17.000, wo denn? Das ist alle falsch. Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Du hast kann ja auch die zählen, das sind doch nicht 17.000. Ja, dann lass doch mal hochgehen und hier mal die Etagen rechnen. Einfach nur, wie viele Kakteen du in diesem Teil drin hast. So, du hast, wie viele Slots sind das denn hier? Länge mal Breite, komm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es ist ja auch nur jeder vierte Blütenkaktus. Du hast 14 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, so, ich habe beim Bauen immer 2 geplaced und dann eins abgebaut wieder. Ja, das ist auch so eine Sache. Das heißt, das mal 2, aber selbst das mal 2 ist doch nicht 17.000. Eine Etage hat 14 mal 14 Kakteen, also 196. Also knapp 200 Kakteen sind allein auf einer Etage. Und jetzt rechnen wir aus, zähl mal, wie viele Etagen du hast. Also Leute, ich kann sagen, ich habe das Ding gebaut. Und da hatte ich ja die ganzen Anime-Empfehlungen bekommen. Ich habe eine Staffel, die erste Staffel Demon Slayer geschaut und das Ding gebaut. Oh. Dann die erste Staffel Vinland Saga und ich bin irgendwie bei Folge 30 Attack on Titan. Das verbinde ich mit dem Kaktusturm. All diese Folgen habe ich geguckt, während ich diesen Turm gebaut habe. Wenn ich diesen Turm sehe, sehe ich die Animes vor mir. Ich kann das nicht mehr entkoppeln. Dieses ist für mich fast ein Anime-Turm, der Kaktusturm. Also ich habe ausgerechnet, allein in diesem Turm stecken 8.232 Kakteen drin. Du hast 42 okay. Etagen mit jeweils 14 mal 14 in Kaktus drin. Ja, du hast recht. Du hast mit allem recht. Es ist doch versuchtet. Also, sieht gar nicht so groß aus, aber neben meinem Wand sieht irgendwie alles klein aus, ne? Ja, it's almost over 9.000. Einfach in deinem Kaktusturm. Ich wollte ja noch weiter bauen. Ich habe Angst, ich falle oft von oben runter. Dann knalle ich irgendwo in der Middle Stage auf, verliere mein Token. Wie heißt das? Totem. Und knall dann nochmal runter, steckt dann irgendwo in dem Kaktus drin und kriegt dann nochmal falsch und bin dann wieder tot und verliert mein Totem und mein Leben. Und dann kannst du nicht einfach Instant Elytra aufklappen und gerade gegen die Glaswand düsen oder sowas? Und dann knall ich irgendwie, davon pralle ich dann ab und knall in den Kaktus rein oder so. Und dann falle ich nicht mehr und dann klappe ich Elytra auf und dann zu spät. Siehst du mich hier oben über dir? Weil ja. Du kannst ja einfach hier immer so dann, ne? Und dann kannst du so langsam runtergleiten. Ich will meine 990 Level nicht riskieren. Oh, gut. Weißt du selber. Ja, okay. Dann geht's für mich jetzt wieder zurück in die Höhle. Ja, kein Problem. Ich bin auch nie rausgegangen. Ich habe auch nicht geschaut, ob es läuft. Ich buddel mich hier ein so und stand hier einfach 4 Wochen. Ja. Man muss auch nichts essen oder so. Das geht alles, ne? Nee, du musst nichts essen. Das ist kein Problem. Du darfst dich nur nicht bewegen. Und dann die nächsten. Geil. Ganz ehrlich, mach das 2 Tage und dann hast du es oder so. Schätze ich jetzt mal. Der Server läuft das ganze Jahr durch, ne? Der soll das ganze Jahr durchlaufen. Wir müssen mal, ich weiß nicht, ob der ein bisschen gedowngradet halt wird, wenn dann irgendwann im Sommer keiner mehr spielt oder wir noch ein anderes Projekt drauf laufen lassen, das DataFact-Projekt. Ja. Aber ansonsten kommen immer noch gelegentlich Leute. Es ist nicht mehr so Stoßzeiten, weißt du, so irgendwann macht es ja noch Demotivation breit durch sämtliche äußeren Einflüsse. Ja, wenn ich in der anderen XP-Farm, in dieser Turbo-XP-Farm stehen würde, und ich werde ausgelockt und muss mich wieder einloggen. Dann haben die Viecher ja keine Akku auf mir. Dann musst du einen Schneeball im Moment haben, wieder auf den Pikmin hinten werfen und dann geht's direkt wieder los. Also siehst du, wenn ich einloggst. Nö, nicht runterklettern. Du kannst ja ein paar ruhig Schneebälle ins Inventar packen, ne? Du kannst ja stacken. Und dann lockst du dich ein, wirfst einen Schneeball auf den Pikmin, dann rennen die wieder auf dich zu, dann kannst du irgendwann ausloggen, wiederkommen. Du hast ja ein Inventar voller Schneebälle packen. Ich hab mal die Zuschauer gefragt, ob das üblich ist, was man normalerweise in Minecraft macht, oder ob wir als Streamer Big Stuff und Big Projekte machen, die sonst nie sehen, und es war Zweiteres. Also normalerweise macht das kein normaler Mensch, die spielen nicht so viel. Ich habe auch gesagt, wenn ich, Digga, was wir Crafting machen, ist immer viel zu krank. Wir wollen es immer ans absolut mögliche Serverlimit ranbringen. Normalerweise baut man sich ja jeder sein Häuschen, holt sich ein paar Ressourcen ran und baut da was Schönes, Kleines, Gemütliches. Genau. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das ist geisteskrank, was wir gemacht haben. Aber ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Jahr, wenn da wieder die Updates kommen.
Gab's noch mal einen Minecraft-Snapshot? Es gab noch einen neuen von letzter Woche und der ist komplett bei mir auch auf dem Kanal durch die Decke gegangen von der Erklärung, weil da gab's was Interessantes Neues. Aber ja, ich weiß nicht, ob du das schon spoilern lassen möchtest oder mal zumindest kurz angeschnitten bekommen möchtest. Es hat halt anschneiden. Es hat nichts mit Farmen so zu tun, sondern du kannst Rüstungen customizen. Das heißt, damit nicht jeder diese. Wo es 6000 verschiedene Rüstungen oder sowas gibt, ne? Ja, so in der Art. Du kannst halt verschiedene, du kannst jetzt in Strukturen so Templates finden und dir Muster auf Rüstungen drauf machen und sowas. Und heute kam noch mal ein neuer, der kam auch gut an bisher, was ich gesehen habe. Ja. Da hatten, also kannst du jetzt auch dasselbe Material auf denselben Rüstungstyp machen. Lederrüstung kannst du customizen und Lederrüstung kannst du ja noch färben. Also hast du da unendlich Möglichkeiten fast, dir eine Rüstung zu machen. Okay, krass. Kann man da irgendwas Cooles draus machen? Nur kosmetisch halt, dass du dir halt hier. Du kannst dir ein eigenes Rüstungsdesign machen. Du könntest einen Wettbewerb machen, welcher von den Zuschauern dir eine die coolste Rüstungskombination zusammenstellt und die kannst du nochmal anziehen, sowas, dass du was eigenes für dich hast, eine eigene Kombo. Das wäre doch mal eine Idee. Das wäre gar nicht so schlecht. So ein bisschen so wie der Skin, nur für Rüstung. Okay, ich bin gespannt, aber da werden ja immer noch weitere Details öffentlich werden. Ja, ne? Ja, ja. Also wir sind immer noch früh, noch so viel gibt es noch nicht für 1.20. Mal gucken.